Shalom. Ich werde ein bisschen Lipgloss für euch rauf. Wisst ihr warum? Weil es ist fucking Pisces Season. More power to me and all the fish out there. Könnt ihr mal kurz reinhören, was der Spotify Podcast da... Ich mache jetzt hier keine Werbung. Was der Podcast irgendwo sagt, wie mein Leben so wird. Guten Morgen, Fisch. Der Mond macht sich bereit für den Wechsel in die pflichtbewusste Jungfrau. Ich. Astrologisch ist jede Menge los. Der Mond ist fast voll. Das heißt, wir sollten uns die letzten Geduld, Romantik und ganz viel Fantasie. Ich weiß nicht, was ich mir damit sagen soll. Soll ich auch einfach random einen Podcast starten über Sternzeichen und Wörter reinwerfen? Ein paar Substantive? Ehrlichkeit, Loyalität, Freundschaft. Spotify wollte ihr nicht mich bezahlen, diesen Podcast zu machen. Ich glaube, das wäre einiges informativer als das, was hier Greta veranstaltet. Nicht Thunberg. Nix gegen Thunberg. Die Frau. Cool Werbungen von Influencern. Viele rutschen in die Kategorie, die Summe muss stimmen, dann mache ich's. Ich meine, ja, wir sind alle schuldig. Alle Influencer haben mal cringe Werbung hochgeladen. Alle Cringe-Fluencer. Oh, neues Wort. Wir alle haben schon mal einen Vertrag unterschrieben und dann das Briefing bekommen und dachten so, das wird nicht so angenehm. Auch, Überraschung, ich? Oh, fuck, mein Nagel ist abgebrochen. Sorry. Jeder soll seine Werbung machen, soll seinen Coin verdienen. Heißt nicht, dass man sich nicht darüber lustig machen kann, in welche Extremen da manche gehen, diese Werbung zu machen, wo man sich so denkt, holy shit, gehört dir die Firma? Hast du sie erfunden? Und diese Extremen gucken wir uns jetzt an. Und passend dazu habe ich mir ein Spiel ausgedacht, was wir bei manchen der Werbungen spielen werden. Und zwar heißt das Spiel, wofür macht dieser Influencer Werbung? Cool, macht ihr mit? Einmal Hände nach oben. Nice, danke fürs Nichtmachen. Blöd, Mann. Okay, wo legen wir los? Scheiße. Okay, Runde 1. Denn die schützt mich ideal vor den herumfliegenden Blättern. Was ist die? Würde ich es nicht wissen, ich würde raten, die Regenschirm. Ha! Die Kapuze. Ja. Tatsächlich geht es um... Ich liebe den Herbst und Blätter und den Wind so sehr. Doch manchmal ist es ganz praktisch, wenn ich meine 20er Chicken McNuggets Box bei mir habe. Denn die schützt mich ideal vor den herumfliegenden Blättern. Und das liebe ich am McDonald's Herbstkalender. Und wenn die leer ist, dann sammle ich meistens Kastanien und... Könnte ich mal mit dem Creative Producer sprechen? Ich weiß halt, dass die Story aufgenommen wurde und die musste von der Agentur abgenommen werden, dass die so okay ist. Die haben sich die Story angeguckt und die haben sich dazu entschieden, ja, irgendwo ist es auch genius, irgendwo ist diese Werbung auch viral gegangen, viel Aufmerksamkeit. Jetzt kommen wir zur nächsten Werbung, ihr müsst wieder raten. Ich hoffe eindeutig, dass die Bäume nicht so langweilig grün aussehen, sondern schön bunt. Keine Sorge, es ist kein Blätterfärber. Also nicht diese Zerstörung der Natur, aber es ist eine andere. Es ist doch wohl eindeutig, dass die Bäume nicht so langweilig grün aussehen, sondern schön bunt, wie mein McFlurry, der übrigens auf dem Baum hängt. Und das Coole ist, dass der McFlurry auch sehr gut zu mir passt, weil er ist auch schön bunt, verrückt und durchgeknallt. Und das liebe ich am McFlurry. Eieiei! Bro, wie kommt man auf diese Ideen? Sollte das kreativ sein? Du hängst Plastik mit Eis drin. A, Lebensmittelverschwendung. Oder sie hat es für irgendwen da gelassen, der vorbeiläuft. Und ich denke, ach, McFlurry am Baum. Perfekter Snack. Vielen Dank, Natur. On top ist es auch noch eine McDonald's-Werbung. Wie wir wissen, ein sehr ökologisch vertretbarer Konzern. Habe ich Werbung für sie gemacht? Ja. Aber es war eine Kampagne dafür, dass McDonald's weniger Plastik im Alltag verwendet. Also, dass sie ihren Plastikkonsum reduzieren. Haben sie viel aus dem Projekt umgesetzt? Leider noch nicht. Absolut zusammenhangslos. Caption, hab heute mal ein Video mit den neuen Chili Cheese Snackern von McDonald's gemacht. Echt eine perfekte Mischung mit 5 Chicken McNuggets. Ja, ich bin vegan. Ja, ich habe da vielleicht eine radikalere Meinung zu. Ich versuche wirklich eine unradikale Veganerin zu sein. Trotzdem muss ich sagen, ich finde es absolut ungeil, als Influencer mit einer über 1 Million Reichweite Werbung für Fleischprodukte von McDonald's machen. Es ist so überall bekannt und wurde millionenmal gesagt, dass Fleisch- und Milchprodukte Nummer 1 Grund für das Vorantreiben des Klimawandels sind. Und dann das wirklich zu bewerben? Und wenn du schon so eine Werbung machst, dann mach doch nicht das Schlimmste draus, was dir einfällt. Du hast einfach ein fucking McFlurry an den Baum gehängt, Bro. Hier
advokatisiert sie, für alle, die sich fragen, ob es das Wort gibt, nein, den Fakt, dass Influencer Werbung für Scheißprodukte machen. Nur zum Vorteil. Also wenn man das für Werbung macht, ihr könnt euch das selbst entscheiden, ob ihr die Produkte gut findet oder ob ihr sie einfach mal testen wollt und. Deswegen finde ich immer, wenn so Leute klar das abschätzen und sagen, die macht schon wieder Werbung dafür. Im Endeffekt macht man Werbung für Dinge, die einem gefallen. Falsch. Im Endeffekt machen viele Werbung für das, wofür sie am meisten Geld bekommen. Das ist ja kein... Wir zwingen irgendjemanden zu sonst irgendwas. Also ich einfach ein bisschen komisch, wenn Leute da so rum meckern und rumheulen, dass irgendwie jemand Werbung für irgendein Produkt macht. Also das ist leider jetzt ein Mecker-Video von meiner Seite aus. Warum wir mal alles positiv sehen? Wo sind wir denn hier? Schlafenland? Ich glaube nicht. Vielleicht kannst du dir doch selbst aussuchen, ob du es dir holen willst, ob du es dir nicht holen willst. Und wenn du einen Rabattcode kriegst, dann ist es doch gerade noch viel besser, oder? Vor allem sie hat so eine 12-10-jährigen Audience, denen sie wirklich alles erzählen kann. Sie sagt ja so von wegen, es schadet ja niemandem, aber ich denke doch. Also ich finde nicht, dass man für alles Werbung machen kann und es vertretbar ist, nur weil man es Leuten nicht aufzwingt. Da pinkelt gerade jemand im Hintergrund. Ruhe! Genug mit Schmier und Schmalis. Wir waren nämlich gerade bei McDonalds Werbung. Da haben wir von Lisa Küppers ein Video. Was ist jetzt los? Warum fahren wir nicht weiter? Mein Weihnachtstruck passt gar nicht durch den McDrive. Ich glaube, ich habe da so eine Idee. Ja, das könnte klappen. Hier eine Bestellung, bitte. Ein Big Rösti und eine Coke ohne Zucker, bitte. Big Rösti. Fleischprodukt. Triggert. Danke, dann auch zurück ins Warme. Das ging ja schnell. Hoho, hol dir dein Geschenk. Hier eindrücken. Wow. Also an der Stelle muss ich einfach sagen, wir waren 2 Monate vor dieser McDonalds-Kooperation zusammen bei Utopia. Kennt ihr noch Utopia? Das Nachhaltigkeitsprojekt. Also ich fand's mutig. Ich war an der Stelle einfach so, Chapeau. Mut voran. Nein, also jeder kann ja Werbung machen, wofür er will, ne? Vor allem Coca-Cola. Ah, ist eine Werbung für Coca-Cola und McDonalds. Wow. Kommen wir zu einem YouTuber, zu dem ich vor einer Weile schon ein ganzes Video drehen wollte. Als ich so 10 war, war das mein Lieblings-YouTuber. Caption. @blablabla hat eine geile Arbeit geleistet. Also falls ihr mal in Dubai seid, geht zu denen und lasst euch ein The Rock Lächeln verpassen. Falls wir mal in Dubai sind? Kollege, ich glaube einige Influencer sind deinem Rat gefolgt und haben dich nach Dubai verpisst, aber wir sind gerade hier alle in Germany. So lustig einfach davon auszugehen, dass die Follower reich sind. Weil so eine Zahnbehandlung kostet, glaube ich, so 7.000, 8.000 Euro. Jetzt kommen wir zu der vielleicht fragwürdigsten Werbung, die ich je gesehen habe. Und zwar ist es eine ganze Serie davon. Und zwar reden wir von Apfelkern, Akne Derm, halt dich fern, Video. Oder von Kosmetikerinnen. Lasst euch nicht von Influencer zu euren Hautproblemen beraten. Ich kann euch schon zeigen, was ich so benutze, aber ich kann euch nicht sagen, dass es euch genauso helfen wird wie mir. Jede Haut ist so fucking komplex und unterschiedlich. Bevor ich mich hier aufrege, ohne dass ihr wisst, was überhaupt los ist, wir gucken uns mal die harmloseren Beispiele an, ne? The day bleeds into nightfall and you're not here to get me through it all. Das ist das ganze Video. Er singt und sagt, es ist eine Challenge, dass man singen soll, während man Akne Derm aufträgt. Warum? Manche Influencer haben so absolut perfekte Baby-Popo-Haut und machen Werbung für Akne Derm, wo ich mir denke, du weißt es doch gar nicht. Und die andere Seite ist dann so, machen seit einem Jahr Werbung für Akne Derm und haben irgendwie für jede Werbung neue Pickel, die sie zeigen können. Ich habe gelernt, mit meinen Pickeln umzugehen. Jeden Tag trage ich Akne Derm zur Behandlung meiner Akne. Das ist so ein ernstes Thema. Und man denkt sich am Anfang so, okay, jetzt kommt eine Ansprache. Aber nein, es ist eine fucking Werbung für ein Produkt, was 50% nicht mal hilft oder mehr. Bei jedem einzelnen Akne Derm Video schreiben so tausende Leute drunter, dass es bei ihnen entweder schlimmer gemacht hat oder null gewirkt hat. Kommt ein Pickel dich besuchen, musst du nicht gleich fluchen aus, quetschen würde ich lassen, du wirst dich dafür hassen, schnell Akne Derm auftragen und dem Pickel Goodbye sagen.
War angenehm. Ist vielleicht mein nächster Klingelton. Eventuell, ja. Das hat einfach 17 Millionen Aufrufe. Es tut mir leid. Sie hat mein erstes TikTok kommentiert. Ich habe einen TikTok gepostet, habe ich dir schon erzählt. Liebe Lea, diese Werbung hätte man zweimal überlegen können. Er ist der schönste Pickel im ganzen Land. Königin Schneewittchen hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, mit ihrer wunderschönen weißen Porzellan, das leider tausendmal schöner als sie. Traue nichts. Ich befehle ihn vorzüglich, ihr Geheimnis über ihre wunderschöne Haut zu lüften. Apfelkern. Apfelkern? Mit dem habe ich sie gewiss vergiftet. Sie hat sogar den Apfelkern mit reingebracht. Kreatives Genie. Das hätte ein Quentin Tarantino-Film. Wollen wir es zu Ende anschauen oder reicht's euch? Sie hat einfach ihren Pickel sprechen lassen mit uns. Wow. Was sagen die Kommentare? Sag Dob zur Werbung. Dob, what the hell are you talking about? Der ist gut. Jetzt kommen wir zu jemandem, von dem ich sagen kann, dass er alle Influencer persönlich kennt, inklusive mir. Alle, die die Referenzen nicht verstehen. Loser. Der Award geht, glaube ich, an Nathan Goldblatt. Für die schlimmste Akne der Werbung. Das ist eigentlich netter. Aber was diese Werbung angeht, das Gerät aus der Kontrolle. Hast du 500.000 Euro dafür bekommen, dass du das sagst? Gehört es deinem Vater? Oder warum bist du so emotional investiert in die Scheiße? Irgendetwas so sauer und es fuckt mich so ab und ich muss es jetzt mal ansprechen. Und dann steht da: Schämt euch, wenn ihr euch darüber lustig macht. Warum ist er so sauer? Man würde so denken, es ist was Politisches. Was hat ihn verletzt? Wer hat ihn verletzt? Einige Influencer, unter anderem ich, machen immer mal wieder Werbung für eine Marke, die heißt Acne Derm. Die stellen Produkte her, die helfen, wenn man Probleme mit Akne, mit Pickeln hat, ja. Und es gibt so viele Menschen hier auf TikTok, die warum auch immer ein Problem mit dieser Marke haben. Mir ist scheißegal, dass ich auf Apfelkern reibe. Wenn da Jugendliche sind, die gerade in die Pubertät kommen, die gemobbt werden, die sich nicht wohlfühlen in ihrem eigenen Körper. Und dann eine Marke, die von Dermatologen getestet ist, die man in der Apotheke kaufen kann, die Lösung bietet. Die Dinger kosten nichts und helfen wirklich, wenn du Probleme mit Pickeln hast. Wie kann man da was dagegen haben? Ich verstehe nicht, warum so viele Menschen... Ich verstehe es nicht. Es gibt kaum ein Produkt, für das ich lieber Werbung mache, als für Akne Derm. Ich meine, es halt ernst. Mann, bitte denkt ja mal drüber nach, was ihr da tut. Okay, Leute, es tut mir leid. Ich glaube, ich muss das Video wieder löschen. Liebe Grüße. Hallo. Hallo. Er ist so sauer. Einfach nur, weil man sich über Akne Derm Werbung lustig macht. Das ist Werbung, Bro. Es ist bezahlter Content. Es kostet nichts. Es ist nicht die Lösung. Akne ist viel zu komplex. Du hast wenig Ahnung von Haut. Allein, dass du das Argument nutzt, ist... Die von Dermatologen getestet ist. Jedes Produkt, was auf den Markt kommt in Deutschland, muss von Dermatologen getestet sein. Und von Dermatologen getestet heißt auch, dass es 20 Leute testen konnten und die wurden dann auf Allergien getestet, irgendwelche allergischen Reaktionen. Und selbst wenn welche hervorgerufen wurden, ist das egal. Lesen Sie mal bitte durch, was das wirklich heißt, Siegel, vor allem Kollege hier. Der bekannte Influencer macht das mit seinen Bildern. Achtet mal auf die Pickel. Und ich kann euch versprechen, ich kenne so gut wie jeden deutschen Influencer persönlich und ich weiß, dass die das alle machen. Und da habe ich... Wäre es nicht viel geiler, nicht nur auf Bildern keine Pickel zu haben, sondern auch einfach im echten Leben so auszusehen? Besser gesagt als getan, hier ist jetzt die Lösung, wie ihr eure Pickel wegbekommt. Das ist mein Problem an dem Ganzen. Hier ist die Lösung, wie ihr eure Pickel wegbekommt. Nicht ein Wort davon, dass jeder Hauttyp absolut unterschiedlich ist und Ursachen für Pickel unterschiedlich sind. Wie viel bezahlen die, dass alle Werbung machen? Das Produkt ist einfach gut. Die Salbe hat über 20 Millionen Verkäufe. Ja... Das Ding ist, Koks hat auch über 20 Millionen Verkäufe. Das ist kein Argument. Egal wie viele Verkäufe ein Produkt hat, das heißt nicht, dass es vertretbar ist. Und jetzt gucken wir uns das Letzte an. Mit der Aussicht hier habe ich gerade geduscht, denn für mich geht es jetzt zu einem Interview. Ich habe allerdings... Es war ein blendender Flex. Meine Witze werden immer besser, dieses Video. Caption schickt das Video einer Person, die Pickel hat. Sie, er wird so dankbar sein. Und zwar habe ich hier einen Pickel und hier einen Pickel und hier einen Pickel. Wenn du doch jeden Morgen die Tinktur benutzt, warum hast du dann diese Pickel, wenn sie doch eigentlich durch das Produkt nicht kommen sollten? Valider Punkt, liebe Juliane. Juliane? Seine Antwort, es ist viel besser geworden, sonst hätte ich mehr Pickel. Aber gerade momentan, wo ich so viel Stress habe, kommt der ein oder andere Pickel trotzdem. Das ist doch genau der Punkt. Dann sprich das doch in deinen Videos an. Weil viele Leute haben komplett Akne nur durch Stress verursacht.
oder Ernährung kommt dazu, alles Mögliche. Es war so klar, dass dieses überteuerte Etwas kommt. Und seine Antwort an einen Follower von ihm, vielleicht auch ein Fan: Bist du dumm? Die Produkte sind so gut im Preis mit so 12 Euro, was für teuer, lol. Also ich hab's gelesen, ich war so pissed, als ich das gelesen habe. So, sag doch nicht, bist du dumm? Warum so respektlos, Alter? Es ist fucking Akne-Derm. Aber wisst ihr was? Jetzt ist gerade der Monat der Fische und mein Horoskop hat mir gesagt, ich sollte geduldig bleiben. Also, als Influencer kann man so viel falsch machen. Und das ist ja auch okay. Ich hasse Cancel Culture, ich find's richtig schlimm. Mach Werbung, aber mach dich nicht so hart zum Affen. Oder mach dich zum Affen. Sagt mir, was euer Favorit war, welche Werbung ihr am besten fandet. Wie soll ich jetzt das Outro machen am besten? Vielen Dank an den Sponsor dieses Videos übrigens. Und zwar, dieses Mal ist es...